Kurze Übersicht zur neuen Elite-Spezialisierung, dem Aufwiegler, und somit herzlich zu einem neuen Video von mir, Leute. Und zwar ist es so, Leute, wenn wir die neue Elite-Spezialisierung hier auswählen unter Bild, dann bekommen wir neue Axtkenntnisse. Dann können wir eine Axt in der Haupthand tragen und bekommen dadurch natürlich drei neue Fertigkeiten. Die machen zum einen Blutung und im Dreier Auto-Attack-Slot Brennen. Dieses Brennen wird sich auch über den ganzen Aufwiegler sozusagen durchziehen, denn das wird eine unserer Hauptkondi-Quellen sein, die wir machen werden mit dem Aufwiegler. Genau, das dazu. Wenn wir uns mal die erste große Besonderheit anschauen, dann bekommen wir hier neue Folianten. Diese Folianten können wir benutzen und wenn wir sie benutzen, dann bekommen wir 5 komplett neue Fertigkeiten. Das kann ich auch einmal zeigen. Ich benutze das einmal, bekomme dann automatisch 5 neue Fertigkeiten. Gleichzeitig gehen hier so 5 so Seiten des Foliantenlichter an und jedes Mal, wenn ich eine Fertigkeit benutze, geht hier ein Licht weg. Also ich benutze es einmal, dann benutze ich sozusagen einen Foliant und ich kann praktisch jeder dieser Fertigkeiten 5-mal nutzen oder ich kann zum Beispiel 1 bis 5 alles einmal durchnutzen, je nachdem, was ich halt brauche. Und wenn wir uns diese Fertigkeiten mal so genauer anschauen, dann sehen wir machen ziemlich viel Brennen, machen hier Schaden, machen hier Blutung und Brennen, hier machen wir wieder Brennen. Und somit ist das eine Kondi- bzw. Schadensquelle, die wir als Wächter machen werden mit der F1-Fertigkeit. Wenn wir wieder rausgehen, dann bekommen wir unsere ganz normalen Fertigkeiten und die F1-Fertigkeit geht halt in einen Cooldown und so können wir halt ein bisschen Kondi-Schaden machen über F1. Mit der F2-Fertigkeit wird es wieder ganz anders. Und zwar bekommen wir dann lauter Heilfertigkeiten, wie zum Beispiel Kapitel 1, Heilung um 730. Hier machen wir 2 Zustände weg und heilen uns. Hier machen wir ein paar Segen, bisschen Heilung und Eile und natürlich hier machen wir Heilwirksamkeit. Das heißt, dass unsere Heilungen stärker sind. Ihr seht schon, das sind alles Heilfertigkeiten. Bei F1 hatten wir ja nur komplette Schadensquellen sozusagen und bei der F2 sind wir sozusagen auf Defensiv-Folianten ausgelegt. Und bei der F3-Fertigkeit sieht es auch so aus, dass wir eher supportlastig spielen, denn wir machen ziemlich viele Segen. Wir haben hier Stabilität, Eile, Provozieren ist die einzige Schadensquelle hier. Dann machen wir hier ein Bollwerk, das uns vor Projektilen schützt. Hier machen wir zum Beispiel Widerstand, immun gegen Zustände. Und hier gibt es auch nochmal jede Menge Segen, die wir verteilen können. Also ihr seht, 2 Drittel der Folianten sind eigentlich defensiv. F2 und F3 sind defensiv. F1 ist eher so offensiv, also um Schaden zu machen. Das ist die erste große Neuerung, dass wir Folianten nutzen können und auch nur 5 Ladungen haben. Außer wir gehen hier rein in die Trade Line, da können wir das zum Beispiel auswählen. Zusätzliche Ladungen 3, dann haben wir hier nochmal 3 Folianten, ähnlich wie beim Deadeye. Da kann man ja auch nochmal 2 weitere Malice Stacks dazu nehmen in der Trade Line. Aber von Grund auf haben wir bloß 3 Stück, Leute. 5 meine ich. So würde das dann aussehen. Genau, und die zweite Besonderheit ist, dass wir Mantras haben. Hier hinten, also bei den Heilfertigkeiten, bei der Elite und bei allen Hilfsfertigkeiten, bei allen 4 Hilfsfertigkeiten, haben wir Mantras. Und zwar ist es so, dass Mantras, das kennt ihr vielleicht vom Mesmer, dass wir die erstmal aufladen müssen. Und nachdem wir sie aufgeladen haben, haben wir Zugang zu neuen Fertigkeiten. Und zwar zum Beispiel bei dieser Fertigkeit, das erkennt ihr auch immer daran an diesem weißen Tasten. Also diese weiße Umrandung zeigt uns, okay, diese Fertigkeit ist momentan aktiv und dann kann ich mich einfach heilen und Schnelligkeit verteilen. Wenn ich das einmal benutze, ist auch an das neue Munitionssystem verbunden oder verbaut. Und auch alle anderen Mantras sind an dieses neue Munitionssystem verbunden. Ich kann das wieder laden oder halt aufladen, diese Mantra. Und dann habe ich halt Zugang zu 3-mal diese Fertigkeit. Aber die zweite Besonderheit an diesem Mantra ist, dass immer die letzte Ladung, also das letzte Mal diese Fertigkeit zu benutzen, gibt doch mal einen stärkeren Effekt, wie zum Beispiel hier immobilisiert den Gegner noch mal extra oder hier bei der letzten Ladung gibt es einfach mal doppelt so viel Heilung. Zum Beispiel hier können wir es ja mal zeigen, und zwar laden wir es auf und dann bekommen wir Zugang zu Echo der Wahrheit und die letzte Ladung, also der erste Schuss und der zweite Schuss machen Echo der Wahrheit und der letzte Schuss macht immer Stimme der Wahrheit. Und das zieht sich halt komplett durch, auch die Elite ist gleich aufgebaut. Die Elite sorgt einfach dafür, dass wir Stabilität stacken. Und das ist alles ziemlich defensiv, wenn ich das so mal anschaue. Ziemlich viel Segen, ziemlich viel Heilung, ziemlich viel Unterstützung. Und das sieht so aus, als würde man den im PvP den Wächter als Supporter-Klasse spielen. Ähnlich wie der Auromancer als Heil. Variante ja gilt vom Elementarmagier. Genau Leute, das war's eigentlich auch schon. Kleine kurze Zusammenfassung zum Wächter bzw. Aufwiegler. Falls euch mein Guide helfen konnte, dann könnt ihr mir wie immer ein Abo und ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem neuen Video von mir. Bis dahin Leute und tschüss.